super. Werbung, Werbung und Briefe. So, was haben wir denn da? Was ist das? Oh, eine Mahnung. Ich habe vergessen, den Strom zu bezahlen. Muss ich noch machen? Ach ja, von der Hausverwaltung. Darauf habe ich ja schon gewartet. Eine Schufa-Auskunft. Was ist denn die Schufa? Ich frage erst mal das Internet. Das weiß doch immer alles. Das könnte die Verbraucherzentrale wissen. Rufen wir mal an. Verbraucherzentrale, Fischer Voll, guten Tag. Ja, hallo, hier ist Hanne Tesfay. Ich habe mal eine Frage, und zwar zur Schufa. Die Schufa ist eine Wirtschaftsauskunftei, an die viele Firmen melden und die Daten zur Kreditwürdigkeit eines Kunden beinhaltet. Ja gut, super. Danke, dass Sie mir geholfen haben. Jetzt weiß ich auf jeden Fall mehr. Vielen Dank. Wenn ihr eine Rechnung bekommt, dann schaut ihr euch ganz genau an, weil da steht immer drauf, bis wann ihr die Summe bezahlt haben müsst. Wenn ihr aber eine Mahnung bekommt, dann auch nicht weiter tragisch, einfach gleich bezahlen, weil sonst droht euch ein Inkassoverfahren und dann wird es richtig teuer. Ist ein bisschen unangenehm, ja, aber keine Panik. Sollte euch ein Inkassounternehmen mal kontaktieren, ihr könnt die fällige Summe auch immer in Raten abbezahlen. Ja? Was ihr aber wissen müsst, ist, dass es schon nach der zweiten Mahnung zu einem Schufa-Eintrag kommen kann. Und das wiederum ist nicht so prickelnd, weil eine Schufa-Auskunft braucht ihr, wenn ihr zum Beispiel eine Wohnung mieten wollt. Ja? Also deshalb am besten immer alles gleich bezahlen. Und in diesem Sinne werde ich jetzt mal schnell meine Stromrechnung bezahlen.